Bist du schon geschnuppert und hast deine Traumlehrstelle gefunden? Aber meine Eltern haben etwas gegen deinen Traumberuf. In diesem Video erkläre ich dir, wie du mit Tipps und Tricks deine Eltern von deinem Traumberuf überzeugen kannst. Erstens, jeder Lehrberuf ist geil. Egal, ob du auf dem Bau, in der IT oder in der Gesundheit arbeitest, überall gibt es viele Lernende, die sehr glücklich sind mit ihrer Lehrstelle. Zweitens, zeig deinen Eltern deinen Lehrberuf. Meistens kennst du den Lehrberuf besser als sie. Zeig ihnen, warum das genau der Beruf sein soll, was dir gefällt am Lehrberuf, welche Tätigkeit du ausrichtest, was du für Zukunftsperspektiven hast. Zeig ihnen Videos, Suchprofil oder die Firmenwebsite, denn so lernen sie den Beruf besser kennen. Drittens, falls nichts mehr hilft, frag Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, ob du den Betrieb persönlich zeigen kannst. Sie helfen dir sicher gern, deine Eltern davon zu überzeugen. Wie gesagt, es gibt keinen schlechten Lehrberuf in der Schweiz. Entscheidend ist, dass du dich wohlfühlst, weil immerhin darfst du 2 bis 4 Jahre den Lehrberuf erlernen. Wichtig zu wissen ist auch, dass im Schweizer Bildungssystem dir alle Wege offen stehen. Die Lehre, die du heute machst, ist kein definitiver Karriereentscheid. Deshalb entscheide du, was dein erster Karriereschritt ist. Es ist schön, wenn sich deine Eltern für deine Berufswahl interessieren. Wichtig ist aber, dass sie sich mit reinmischen. Sag ihnen, es ist deine Zukunft. Und du möchtest entscheiden, welchen Weg du gehst. Wie mein Karriereweg aussieht, findest du unten im Video in der Beschreibung. Infos zur Karriere und zu jedem Beruf findest du natürlich wie immer auf justi.ch. Somit zum nächsten Video. Dort erklären wir deinen Eltern, warum es sich lohnt, jeden Beruf zu lernen. Also, viel Erfolg und Kanal abonnieren. Und denk dir, the moment you give up, is the moment you let somebody else win. Kobe Bryant. Ah! Also.